Vielen Dank, werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte die Debatte mal so zusammenfassen. Die Koalition wird vom Falschen mehr und vom Richtigen nichts tun. Was die Menschen hier in Deutschland bräuchten, das wäre eine Entlastung. 54,5% der Einkünfte gehen an Steuern und Abgaben und Herr Binding, ja, die werden schon noch in Deutschland eingenommen und hier erwirkt. Und erklären Sie das mal einem Kind, ja, das einen Apfel pflückt und dann sagen Sie, nee, von dem darfst du nur die Hälfte essen, den Rest müssen wir umverteilen. Ja, das weint dann Mutti, das ist unfair. Und ich sage Ihnen, ja, das ist auch unfair und es ist vor allem auch ökonomisch nicht sinnvoll. Steuern bremsen die Wirtschaft und machen die Menschen insgesamt ärmer. Und deswegen gilt bei Steuern generell, weniger ist mehr. Und wenn Sie schon das Geld der Bürger ausgeben, dann brauchen Sie dafür nicht nur irgendeinen Grund, sondern dann brauchen Sie einen verdammt guten Grund. Und diese verdammt guten Gründe, die liegen bei der Europäischen Union wirklich nicht vor. Ja? Die EU hat einen deutlichen Hang zur Umverteilung und deswegen bedeutet auch EU schon lange nicht mehr Europäische Union oder europäischer Zusammenhalt, sondern sie bedeutet europaweite Umverteilung. Und das kleidet sich dann in Namen Agrarsubventionen, Kohäsionsfonds, ESF, Wirtschafts- und Währungsunion, Bankenunion. Fragwürdige Projekte in allen Bereichen, die hier finanziert werden, die reichlich obskur sind und die Ihnen in der Koalition auch noch sehr, sehr viel Geld wert ist. Ich möchte das mal mit einem Vergleich aufmachen, und zwar mit Ihrer Position für Familienpolitik bzw. das, was Sie als Familienpolitik bezeichnen. Da wollen Sie 2,5 Milliarden Euro mehr pro Jahr ausgeben im Schnitt. Von 2017 bis 2018 kostet uns die Europäische Union alleine 6 Milliarden Euro mehr im Bundeshaushalt. Und ab 2021 wird auch noch Günther Oettinger kommen mit seinem neuen mehrjährigen Finanzrahmen, ja, der letztendlich aufgebläht wird. Also die Briten sind weg. Und das ist Grund genug für die Europäische Kommission zu sagen, jo, jetzt vertiefen wir noch weiter und machen weitere Projekte und weitere Subventionsprojekte und weitere Umverteilung. Deswegen blähen wir den EU-Haushalt noch mal auf um 20% und die Deutschen tragen davon sowieso ein Viertel bis zu einem Drittel. Also da werden Milliarden weiter auf uns zukommen, die deutlich das übersteigen, was Sie als Kernprogrammatik auch Ihres Koalitionsvertrags festgeschrieben haben, nämlich Familie und Bildung zu fördern. Da ist in der EU deutlich mehr zu leisten. Und wenn Sie sich dann hinstellen, Herr Minister Scholz, also mal ganz ehrlich, an diesem Rednerpult und dann sagen, na ja, jetzt geben wir mal mehr, vielleicht wird es am Ende nicht so viel, dann glaube ich ganz ehrlich, Deutschlands größtes Problem ist Ihre grenzenlose Naivität. Und diese Naivität zeigt sich auch im Bereich des Euro, diesem ideologischen Projekt, für das es bereits deutliche Synonyme gibt, EFSF, ESM, EWF, Target 2. Das sind alles Abkürzungen faktisch für etwas, wo Deutschland zu zahlen hat oder für irgendetwas bürgt und das Geld nicht wiederbekommt. Haftung fast 400 Milliarden Euro mehr als ein Bundeshaushalt im Bereich dieser ganzen Kreditabsicherungen für Pleitestaaten. Target 2 fast 914 Milliarden Euro Saldo. Das sind fast 3 Bundeshaushalte. Und da frage ich Sie schon, Herr Scholz, glauben Sie ganz ehrlich, dass Sie das Geld mal wiedersehen? Das wird doch fällig werden. Diese Bürgschaften werden doch fällig werden. Und spätestens dann gehört zur Wahrheit, dass Sie Ihre ganzen Versprechungen nicht mehr halten können. Italien hat jetzt schon einen Schuldenstand, der von 1,8 auf 2,3 Billionen Euro gestiegen ist, 133% des Bruttoinlandsprodukts. Das System wird Ihnen um die Ohren fliegen und dann lässt sich nichts von dem halten, aber absolut nichts von dem halten, was Sie versprochen haben. Und geben Sie doch deswegen in diesem Zuge endlich mal zu. Diese Europäische Union, wie sie gemacht ist, die untergräbt die europäische Idee der Zusammenarbeit und des Zusammenhalts. Dieser Euro gefährdet Europa und eine deutsche Politik, die das stützt, gefährdet Deutschland. Hören Sie auf damit, bitte. Danke. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, von mir. Guten Morgen, Dr. Hans Michelbach. Nicht nur guten Morgen, sondern er ist der nächste Redner in der Debatte für die CDU-CSU-Fraktion.